Guten Abend und herzlich willkommen zu O1 Aktuell. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vom 27. bis zum 30. Oktober hat Oldenburg wieder die Reitsportelite zu Gast. Der Agravis Cup kehrt nach dem Debakel aus dem letzten Jahr in abgeänderter Form zurück in die große EWE-Arena. Am Mittwoch fand die Pressekonferenz zu dem großen Reitturnier statt und wir haben uns vor Ort umgehört, was es dieses Jahr zu erwarten gibt. Gleich gibt es dann mehr Informationen zum Agravis Cup und diese Themen haben wir heute noch für Sie. Pressekonferenz der Medizin zur Lage der Universitätsmedizin in Oldenburg. Studierendenempfang im Rathaus. Petra Averbeck empfängt Studierende aus dem Ausland. Blühwiesen, Einfluss von Insekten auf unser Ökosystem. Forum Beteiligung, Interview mit Susanne Jungkunz. Und Kramermarktsumzug. Rund 90 Gruppen läuten die fünfte Jahreszeit ein. Letztes Mal endete er in einem Debakel. Dieses Jahr findet er verändert wieder statt. Die Rede ist vom Agravis Cup, der nach massiven Problemen mit dem Boden in der Kritik stand. In gut zwei Wochen soll dann das große Reitturnier starten. Wir waren für Sie bei der offiziellen Pressekonferenz und unsere Reporterin Helene Hase weiß, was sich alles ändern wird. Eines der beliebtesten Reitturniere der letzten Jahre in Deutschland wird in diesem Jahr wieder in Oldenburg stattfinden. Der Agravis Cup. Nachdem das Turnier bei der letzten Auflage ein unrühmliches Ende gefunden hatte, haben sich die Gravis Futtermittel AG und deren Tochterunternehmen mit der Reit- und Fahrschule Oldenburg zusammengesetzt und ein neues Konzept erarbeitet. Und das kommt an. Eine nationale Ausschreibung, die regionalen Reiter als eine der Prioritäten und das Ganze trotzdem vor großer Kulisse in der großen EWE-Arena. Manfred Büter, Vorsitzender der Reit- und Fahrschule Oldenburg, erklärt, was neu ist beim Agravis Cup. An Veränderungen, das haben wir hier vorhin gehört, wird auf jeden Fall dieser Bereich ganz hoch ausgelobt, dass die regionalen Reiterinnen und Reiter wieder überhaupt eine Chance und eine Plattform hier in der großen EWE-Arena bekommen, um ihr Talent in der Dressur und auch im Springen darzustellen. Und das erfrischt so und das wird auch die Veranstaltung unheimlich wieder aufwerten. Dass auch die Agravis AG wieder am Start ist, scheint einigen nach dem Desaster im letzten Jahr nicht selbstverständlich zu sein. Aber die Motivation des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaft Equovis GmbH ist ungebrochen. Olaf Krause, Geschäftsführer der Equovis GmbH, ist zudem zuversichtlich, dass es trotz der abgespeckten Form ein großartiges Turnier wird. Die Motivation war eigentlich immer ungetrübt. Also Oldenburg war für uns als Agravis und für meinen Bereich das Pferdefutter, Equovis mit den Marken Derby und Höveler, Nature's Best, Galopp und noch viele weitere, immer ein Highlight und immer wichtig, um mit unseren Kunden, mit unseren Partnern wirklich in Kontakt zu kommen. Und von daher bin ich persönlich sehr, sehr dankbar, dass wir aus dem Konzern heraus diese Lösung gefunden haben, weil wir es einfach nicht hingenommen haben, dass dieses Turnier eventuell zur Disposition steht. Bei der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch waren traditionell auch die sportlichen Vertreter dabei. Zugeschaltet waren die Bundestrainerin der Dressurreiterin Monika Theodorescu und die Weltklassereiterin Helen Lange-Hahnenberg. Sie betonten in der Schalte die besondere Bedeutung des Turniers und freuen sich, wieder in Oldenburg dabei zu sein. Live vor Ort war der dreimalige Oldenburger Sieger des Großen Preises und amtierender Deutscher Meister Marius Stevens. Er betonte, dass Oldenburg auch in seinem Kalender einen festen Platz hat. In diesem Jahr hofft er, wieder vorne dabei zu sein. Wobei, leicht wird das nicht. Nein, es wird nicht einfach, aber es ist auch schön. Ich bin auch Wettkämpfer und von daher wäre es schön, wenn da auch wirklich Wettkampf stattfindet. Ich finde super, dass meine Kollegen auch alle so mitgezogen haben, hier Oldenburg wieder in Gang zu bringen und auch die Holländer, die immer da waren. Es verspricht richtig guten Sport und ich glaube, für jeden was dabei und es ist immer schön, wenn wirklich Wettkampf da ist. Vom 26. bis zum 30. Oktober geht es also wieder rund in der großen EWE-Arena mit ihrem Foyer und der Messehalle. Mit nationalem und regionalem Reitsport, einem interessanten Ausstellerangebot und vielen Aktionen auch für die Jüngsten. Am 29. September wurde die sogenannte Oldenburger Erklärung vorgestellt. Mit dieser wollen VertreterInnen verschiedener Kommunalverwaltungen sowie Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände das Land Niedersachsen auffordern, die Zahl der jährlich aufgenommenen Medizinstudenten an der Oldenburger Karl-von-Ossietzky-Universität aufzustocken. Dadurch soll dem akuten Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Viele Schulabgänger träumen von einer Arbeit als Ärztin oder Arzt. Humanmedizin ist bundesweit einer der beliebtesten Studiengänge. Dennoch klagen die Praxen und Krankenhäuser schon seit Jahren über fehlendes Personal. Wie passt das zusammen?
In Niedersachsen kommen 70 medizinische Ausbildungsplätze auf 100.000 Einwohner. Im Bundesdurchschnitt sind es 117, deutlich mehr. Damit ist Niedersachsen im Bundesvergleich tatsächlich Schlusslicht. Und die Folgen sind heute schon spürbar. Allein im Landkreis Leer fehlen 13 Medizinerinnen und Mediziner. Für den Nordwesten könnte die Oldenburger Karl-von-Nossizki-Universität ein Teil der Lösung sein. Hier werden derzeit jährlich 120 Medizinstudierende aufgenommen. Zu wenig, meint unter anderem Matthias Grote. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems. Und er ist ein Unterzeichner der sogenannten Oldenburger Erklärung, die am 29. September vorgestellt wurde. Wir fordern eine Aufstockung der Studienplätze hier an der Universitätsmedizin in Oldenburg von 120 auf 200. Denn es ist zwingend erforderlich, dass wir Nachwuchs bekommen im ärztlichen Bereich. Denn wir können jetzt schon sehen, dass wir eine Unterversorgung im Nordwesten haben. Und dem kann man nur begegnen, wenn auch neue Ärzte nachkommen. Insgesamt 10 Institutionen haben sich auf die Oldenburger Erklärung verständigt. Es sind vor allem Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. Auch die Stadt Oldenburg beteiligt sich daran. Sie alle fordern, Oldenburg zu einem vollwertigen Standort der medizinischen Forschung und Ausbildung auszubauen. Dazu braucht es eine Aufstockung der Landesmittel von jährlich 36 auf knapp 62 Millionen Euro sowie ein neues Lehrgebäude, das zusätzlich 66 Millionen Euro kosten soll. Die Investitionen seien vor allem mittel- bis langfristig nützlich, betont Matthias Grote. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft und auch das bedarf dann besserer ärztlicher Versorgung. Und hier müssen wir nachsteuern, denn vom Eintritt in die Universität zum Eintritt in die Praxis dauert es 12 bis 15 Jahre. Das heißt, die Zeit drängt. Wir wissen jetzt schon, dass der demografische Wandel dort zuschlägt, auch in dem Bereich Fachkräftemangel. Und dem muss man jetzt entgegentreten. Dennoch bleibt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. In Krisenzeiten ist das Geld knapp bemessen und die Regierungen sind vollauf damit beschäftigt, die wirtschaftlichen Schäden durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg abzufedern. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Hand aufzuhalten? Ja, meint Matthias Grote. Wenn man sich die Standorte in Göttingen und Hannover anschaut, die natürlich schon über Jahrzehnte gewachsen sind, ist, glaube ich, keine übertriebene Forderung, sondern es ist wirklich am Bedarf ausgerichtet für die Region, für die Krankenhäuser und für die Arztpraxen, die auf einen Nachfolger warten. Schon heute erwägt jede fünfte Klinikmedizinerin und jeder fünfte Klinikmediziner einen Berufswechsel. Fachpraxen können teilweise keine neuen Termine mehr vergeben. Der Traum vom Ärztinnen- bzw. Arztberuf, er könnte zum Albtraum werden. Am 9. Oktober entscheidet sich, wer Niedersachsen in Zukunft regiert. Dann wird es auch um die Frage gehen, wie im Nordwesten mit dem Fachkräftemangel umzugehen ist. Studierende aus aller Welt treffen in Oldenburg aufeinander. Der Anfang für ausländische Studierende soll durch einen Empfang im Oldenburger Rathaus erleichtert werden. Anton Rudel berichtet. Es ist ein sonniger Nachmittag am Oldenburger Rathaus. Die perfekte Stimmung, um jemanden in seiner Stadt willkommen zu heißen. Am 6. Oktober wurden hier ausländische StudentInnen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Oldenburgs, Petra Averbeck, empfangen und begrüßt. Ihr ist es wichtig, dass sich alle, die sich entscheiden, hier zu studieren, auch zu Hause fühlen. Das ist ganz wichtig. Wir sind hier eine Stadt, die bunt, vielfältig ist. Und es ist natürlich wichtig, dass auch die Studentinnen und Studenten auch sehen, dass wir als Stadt Oldenburg auch diejenigen, die hier studieren möchten und wollen, auch hier in Oldenburg hier im Rathaus einladen. Nach einer Begrüßungsrede und einem großen Gruppenfoto mit allen Studentinnen und der Bürgermeisterin durften sich die Studierenden in das große Oldenburger Gästebuch der Stadt eintragen und anschließend über ein Kaltgetränk ins Gespräch kommen. Das alles geschah im Rahmen der internationalen Orientierungswoche der Universität Oldenburg, die für die ausländischen Gäste der Uni noch bis heute stattfindet, um sie in das Leben in Oldenburg einzustimmen. Was in dieser Woche genau passiert, hat uns Jenka Schmidt, Leiterin des International Office der Uni Oldenburg, verraten. Wir haben seit Dienstag, Montag war ja Feiertag, haben wir internationale Orientierungswoche, die dient den internationalen, sich gegenseitig kennenzulernen, die Stadt Oldenburg kennenzulernen und vor allem natürlich die Universität. Das heißt, es gibt Einführungsveranstaltungen zum Studium,
wie organisiere ich mich, es gibt was zum Leben in Oldenburg, wie ist in Deutschland die Mülltrennung, wie sind hier die Corona-Regeln, solche Dinge natürlich auch. Und es gibt viele Events, wo sich die Studierenden vernetzen können, Freunde finden können, internationale untereinander, aber natürlich auch mit lokalen Oldenburger Studis. Die zukünftigen internationalen BesucherInnen der Universität sind zum Teil AustauschstudentInnen, die nur 2 Semester bleiben, wohingegen andere ein ganzes Jahr in Oldenburg verbringen werden. Häufig sind diese über einige der vielen internationalen Partnerschaften der Uni Oldenburg an dieselbe geraten und erwarten sich nun neue Perspektiven auf ihre Studienfächer, wie zum Beispiel dieser Student aus Myanmar. Ich wollte unbedingt erneuerbare Energien hier in Deutschland studieren und habe mir deshalb 2 bis 3 Universitäten in Deutschland angeschaut und habe herausgefunden, dass die Universität Oldenburg die beste für mich ist. Die Spezialisierung hier deckt sich perfekt mit meinem Hintergrundwissen. Sowohl die Altstadt als auch die Uni haben die Gäste schon in ihr Herz geschlossen. Bleibt uns nur noch, Ihnen ein erfolgreiches Studium zu wünschen. Die EWE Baskets Oldenburg sind am letzten Sonntag in die neue BBL-Saison gestartet. Zum Saisonauftakt war die Mannschaft von Headcoach Pedro Calles zu Gast bei den Hackro Merlins Crailsheim. Am Ende ein verdienter 95-82 Erfolg. Am Mittwoch dann fand das erste Heimspiel der Saison in der großen EWE-Arena statt. Gegen Medi Bayreuth konnten die Baskets den 2. Saisonerfolg verbuchen. Am Ende konnte man sich in einem Engspiel mit 76-72 durchsetzen. Bereits am Sonntag ist einer der absoluten Titelanwärter der Liga, Alba Berlin, zu Gast in Oldenburg. Vor wahrscheinlich ausverkaufter Halle wird sich zeigen, wie man sich bereits zu Beginn innerhalb der Liga positionieren kann. Der neue Headcoach setzt vor allem auf absolutes Teamplay. Ihm sei ein ausgebildetes Teamgefüge viel wichtiger als individuelle Klasse. Resttickets für die Partie gegen Alba Berlin gibt es vereinzelt noch im Ticketshop der EWE Baskets zu finden. Dass Insekten wichtig für unser Ökosystem sind, weiß eigentlich jeder. Doch viele Menschen ignorieren das Verschwinden der Insekten. Mit dem Projekt NABU Gartenberatung Insektenvielfalt soll sich das ändern. Was es mit diesem interessanten Projekt auf sich hat, weiß Melanie Lindemann. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der GSG Oldenburg hat das Unternehmen an dem Projekt NABU Gartenberatung Insektenvielfalt teilgenommen. Mehr Lebensraum für die Insekten, die unser Ökosystem aufrechterhalten. Dafür setzt sich auch die Betreuerin des Projekts Silke Kreusel ein. Sie erklärt, was dieses Projekt überhaupt beinhaltet. Die NABU Gartenberatung Insektenvielfalt berät Privatgärten in Oldenburg darüber, wie sie insektenfreundlich gestaltet werden können. Und hier stehen wir eben an einer Fläche, die die GSG betreut und die sich dafür entschieden haben, die eigenen Flächen insektenfreundlich zu gestalten. Und wir schauen hier die Blühwiese an, die angesät wurde. Den Garten insektenfreundlicher gestalten, dafür gibt es Unterstützung durch dieses Projekt. Ob eine telefonische Gartenberatung, eine Blühsaat für die Gärten Oldenburgs oder ein angepasstes Gehölz- und Staudenpaket für den Garten. Die NABU unterstützt, wo sie nur kann. Durch einige Sponsoren konnte das Projekt ins Leben gerufen werden. Die GSG Oldenburg ist eine Bau- und Wohngesellschaft in Oldenburg, die das Projekt der NABU gerne unterstützt. Der Abteilungsleiter im Vertrieb und Marketing, Jens Freimuth, erklärt, warum dieses Projekt wichtig ist. Das Ganze ist eigentlich angefangen in der Vorbereitung für unser 100-jähriges Jubiläum. Die GSG ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Wir sind 1921 gegründet worden. Und in dem Zuge haben wir uns überlegt, was können wir sozusagen dauerhaft machen? Was können wir eben nicht nur für die Menschen machen, sondern eben auch für die Tiere drumherum? Und haben halt gesagt, wir haben, ich sag mal, im Stadtgebiet weit über 100 oder einige 100.000 Quadratmeter Grünflächen und haben uns deswegen halt überlegt, da kann man ja vielleicht auf der einen oder anderen Fläche was machen. Und dann sind wir mit Frau Kreusel vom NABU in Kontakt getreten und haben uns einfach mal ein paar Flächen angeguckt. Aber nicht nur die GSG fördert das Projekt, sondern auch die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung und die Stadt Oldenburg haben ihren Anteil geleistet. Für Silke Kreusel ist es wichtig, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit gelangt und somit mehr Menschen aufmerksam auf das Problem werden.
Mir ist es am wichtigsten, dass wir Menschen wieder lernen, dass nicht nur unsere eigenen Interessen berücksichtigt sein sollten, sondern die Interessen der Natur ganz genauso. Wir haben eine ganz üble Situation für die Insekten. Studien haben herausgebracht, dass 75% von denen etwa verschwunden sind. Und ich finde das sehr schön, wenn Menschen also das einmal mitkriegen und sich dann auch entscheiden zu sagen, okay, dann lasse ich vielleicht mal von den Vorstellungen, die ich bisher hatte, wie jetzt ein Garten aussehen soll, viel gepflegt vielleicht, also sehr gepflegt mit geraden Rasenkanten oder wie auch immer. Ich lasse davon los und dann entscheide mich, einen Garten so zu gestalten, dass er auch für Insekten gut ist. Und die Ergebnisse sehen auch sehr schön aus. 75% der Insekten verschwinden. Dagegen muss was getan werden, findet Silke Kreusel. Die Insekten seien ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems und sollen nicht weiter ignoriert werden. Sie stellen die Nahrungsgrundlage der Vögel und Fledermäuse dar, zersetzen totes Material und bestäuben Pflanzen. Um jedoch den Insekten weiterzuhelfen, ist die Hilfe weiterer Bürgerinnen und Bürger notwendig. Du bist richtig wichtig. Unser Klima braucht dich. Unter diesem Motto trifft sich das Forum Beteiligung am Samstag im Chor in Oldenburg. BürgerInnen, die sich beteiligen wollen, sind herzlich willkommen. Und es geht nicht nur um das ökologische Klima. So viel sei schon mal verraten. Wiebke Schneidewind hat sich mit der Sozialplanerin Susanne Jungkunz zu diesem interessanten Angebot unterhalten. Frau Jungkunz, am Samstag findet im Chor eine Veranstaltung statt, die Sie mitorganisieren, Forum Beteiligung. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das Forum Beteiligung will Menschen, die Interesse in der Stadt Oldenburg am Thema, sich beteiligen, mitarbeiten, mitwirken, zusammenbringen mit den Leuten, die Beteiligungsformate in Oldenburg machen. Im Moment gibt es eine ganze Menge, die im Kontext Klima oder auch bei uns in unserem Prozess mehr älter bunter passieren. Und oftmals wissen die Leute das, in der Stadt vielleicht noch nicht unbedingt, und auch die Beteiligungsprofis untereinander nicht. Und wir haben gedacht, das wäre vielleicht jetzt für unser Forum Beteiligung ein ganz spannendes Thema, mal die Bürgerinnen und Bürger mit den Beteiligungsprofis zusammenzubringen. Und diesmal wird das Forum Beteiligung unter dem Thema quasi stehen, du bist richtig wichtig, unser Klima braucht dich. Und Klima ist dabei im doppelten Wortsinn zu verstehen. Zwar das Klima, das ökologische Klima ist gemeint, aber genauso das soziale Klima, das Miteinander der Menschen. Wenn ich als Bürgerin dorthin gehe am Samstag, was erwartet mich? Ja, ein 3-Stunden-Programm kann man sagen, aber wer sagt, ich habe aber nur 2, ist auch genauso herzlich willkommen. In der ersten Stunde können sich alle, die Interesse haben, einfach erstmal informieren. Es gibt einen sogenannten Marktplatz der Initiative und da haben sich 12 unterschiedliche Institutionen, Gruppierungen und so weiter gemeldet, die einen kleinen Stand haben und wenn man Interesse hat, geht man einfach hin und sagt, Mensch, was macht ihr? Was ist euer Beteiligungsformat? Kann man da mitmachen? Was steckt da genau hinter? Das wird so die erste Stunde sein. Dann die zweite Stunde wird ein kleiner Vortragsteil sein, wo wir 3 kurze Impulse haben zu 3 Themenschwerpunkten. Das eine ist das Thema Quartier. Das zweite ist das Thema Jugendpartizipation, Jugendforum, Jugendbeteiligung. Und das dritte ist das Thema Klimaförderprogramme in der Stadt Oldenburg. Und da gibt es kurze Info-Vorträge, Fragemöglichkeit, sodass man da einen ganz guten Rundumblick bekommt. Das ist die zweite Stunde. Und die dritte Stunde können die, die dann noch nicht genug haben und sagen, Mensch, das war jetzt so spannend, da möchte ich noch weiter eintauchen, die können in kleinen Werkphasen, Arbeitstischen nochmal die Themen vertiefen. Was ja wichtig ist bei solchen Veranstaltungen, was passiert eigentlich dann hinterher? Gibt es da nochmal einen Nachklapp? Weiß ich, was mit meinen Arbeitsergebnissen passiert? Was passiert da? Ja, also das Forum Beteiligung soll es regelmäßig geben. Wir wissen jetzt noch nicht, ob es 1 oder 2-mal im Jahr sein wird. Das wird auf jeden Fall aber ein möglicher Anknüpfungspunkt für später sein. Ich denke, dass alle Initiativen, die sich an dem Tag zeigen und ins Gespräch kommen, ja eine Menge mitnehmen können. Sie werden über die Fragen vielleicht eine Inspiration für ihre Arbeit bekommen. Vielleicht kriegen sie auch richtig ein paar Ideen mit in den Korb. Das wäre auch toll. Aber ich glaube, da werden alle sehr reich beschenkt auch weggehen. Was wir auch noch anbieten, ist einmal im Monat eine sogenannte Projektwerkstatt. Da kann man sich einfach
auch beteiligen und wenn man eine gute Idee hat, die dort weiter austüfteln und weiterentwickeln. Manchmal ist es ja so, man kommt mit einer guten Idee und denkt, Mensch, das wäre eigentlich toll, wenn es das gäbe. Es fehlt einem aber noch so der richtige Impuls zum Anfangen oder vielleicht auch einfach Leute, die mithelfen. Und das ist so ein Ort, wo man auch dann vielleicht diese Menschen noch findet. Ja, jetzt haben wir viel über das Programm gehört. Vielleicht nochmal zurück zu den harten Fakten. Wann geht's los und wo geht's los? Ja, es startet um 11 Uhr im Chor. Das ist in der Heiliggeiststraße in Oldenburg. Und ja, alle sind willkommen und wir würden uns riesig freuen. Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Der Festumzug ist ein fester und traditionsreicher Bestandteil des Oldenburger Kramermarktes. Auch in diesem Jahr begeisterte er zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Gut 90 Minuten lang präsentierten zahlreiche Gruppen ihre kreativen Beiträge vor der Ehrentribüne. Daniel Lehmann sagt uns, was es alles zu bestaunen gab. Der 415. Kramermarkt ist in vollem Gange. Nach 3 Jahren Corona-bedingter Abstinenz ist wieder einiges für Jung und Alt geboten. Am vergangenen Samstag gab es dann den traditionellen und allseits beliebten Umzug durch Oldenburg. Trotz Wind und Wetter wagten sich viele Oldenburgerinnen und Oldenburger in die Stadt, um das Spektakel live mitzuerleben. Gestartet ist der Umzug am Staatstheater und zog sich dann bis hin zum Marktgelände der Weser-Ems-Hallen. Kurz vor diesem ging es dann an der Ehrentribüne in der Straßburger Straße vorbei und dort war einiges geboten. Die Eröffnung kam von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stefan Weil und Vorreiter war wie immer Graf Anton Günther, ehe zahlreiche Wägen der Vereine aus der Region ihren Auftritt bekamen. Und da war wirklich für jede und jeden etwas dabei. Von akrobatischen Flugeinlagen über Kampfsport und Tanz bis hin zu tollem Gesang haben sich alle Teilnehmenden einiges einfallen lassen, um groß und klein zu beeindrucken. Und das gelang merklich. Die Stimmung war überragend, zum einen, weil die gute Laune von den Wägen auf das Publikum überschwappte und zum anderen, weil das Wetter dann doch noch mitspielte. Und auch in Sachen Kreativität und Gestaltung gab es wieder einige Highlights. Über Trecker aus Stroh bis hin zu einer riesigen Gummiente konnte hier vieles bestaunt werden. Insgesamt waren gut 90 Gruppen am Umzug beteiligt, die anschließend das begeisterte Publikum mit aufs Festgelände zogen. Und auch dort gibt es dieses Jahr viel zu sehen und zu erleben, erklärte uns Michael Hemden, der erste Vorsitzende des Oldenburger Schaustellerverbandes. Eine Wildwasserbahn namens Poseidon. Die war in Dekoration und Aufmachung, so wie sie hier ist, noch nie da. Es gibt die größte Stahlachterbahn mit einzelnen Gondeln. Ein Riesengerät, da kann die ganze Familie rein. Wir haben eine Weltneuheit, Escape. Ist hier aufgebaut, gibt es erst seit diesem Jahr. Klasse für die Jugend, ein Hammer. Wir haben die Poolparty, da kann der Opa sogar mit seinem Enkel fahren. Wir haben also wirklich, der Mix ist toll, für jeden was dabei. Bis zum 9. Oktober hat der Kramermarkt 2022 seine Pforten noch geöffnet, ehe dann im nächsten Jahr zum 416. Mal die 5. Jahreszeit in Oldenburg eingeleitet wird. Eine tolle Veranstaltung, die wirklich viele Leute live geschaut haben. Und mit diesen festlichen Bildern beenden wir O1 aktuell für heute. Doch bevor wir das tun, fehlt noch der Blick auf das Wetter am Wochenende. Zum Ende des Kramermarktes spielt das Wetter noch einmal richtig mit. Heute Abend ist es vermehrt wolkig, vereinzelt lässt sich die Sonne aber trotzdem noch blicken. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad und auch in der Nacht bleibt es mild bei 11 Grad. Am Samstag gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von etwa 15 Grad, ehe es am Abend zunehmend kühler und bedeckter wird, bei Temperaturen von 7 Grad. Die Wolken vom Samstag sind dann am Sonntag wieder verschwunden. Es wird ein klarer, sonniger Tag mit Temperaturen um die 16 Grad. Auch die Nacht auf Montag bleibt klar bei milden 8 Grad. Die Sonne zeigt sich also noch einmal am letzten Wochenende des Kramermarktes. Ein Besuch auf dem Festgelände steht also zumindest wettertechnisch nichts im Wege. Bei uns im Programm geht es nun weiter mit Berichten von der Wesermündung und um 19 Uhr zeigen wir die Blaue Stunde mit dem Thema Kultur in Friesland. Einen weiteren Programmtipp habe ich auch noch für Sie. Am Sonntag um 16 Uhr gibt es nämlich eine neue Ausgabe von Gesichter des Sports. Diesmal hatte Bernd Teuber den Physiotherapeuten Frank Feldhus zu Gast. Ein sehr interessantes Gespräch ist entstanden. Schalten Sie dann gerne wieder ein oder bleiben Sie einfach dran. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Tschüss.